Ja, das freut mich. So, jetzt können wir hier alle tot machen. Entschuldigung, bin mit dem Mikro gegen meine Schulter. Ist ungewohnt, dass das Mikro so halt im Gesicht hängt. Yay! Erledigt. Ja, ich glaube, du hast mir gerade was geschrieben, oder? Ja. So, kurz Auge jucken. Danke für die Erinnerung. Ich hoffe, ich denke dran. Und danke für das GG und das Mega im Chat. Weil das Problem ist nämlich, es gibt nicht so viele Wachen, die Schlüssel bei sich tragen. Und du hast ja die Blaspfeile, das Blasrohr noch nicht von Anfang an. Und wenn du dann alle möglichen Quests erledigt hast, wo Wachen Schlüssel tragen, hast du halt dann Pech gehabt, ne? Dann kannst du die Trophy nicht mehr machen. Deswegen. Gut, dass wir es jetzt erledigt haben. Jetzt kann Enkidu problemlos Kundschaft. Gut, dann schicken wir jetzt mal unseren Vogel los. Los, Enkidu. Gucken wir uns den Rest hier noch an. Da irgendwo sind Wachen. Hier saß auch noch einer. Hier müssten drei sein. Hier schon außerhalb. Okay, ich glaube, wir haben schon ganz gut aufgeräumt. Ah ne, der kämpft gegen Holz. Oh, hier ist noch einer. Wer genau redet hier gerade eigentlich mit mir? Es kam noch von hier hinten. Trophy. Trifft 20 Wachen tödlich mit Wurfmessern. Da bist du ja. Gib mir mein Messer zurück. Wo ist mein Messer? Läuft! Ja, Chat, das ist, weil ihr da seid. Das ist nur wegen euch. Okay, da drin sind jetzt noch zwei. Hier unten den würde ich auch gern noch wegmachen. Weil ich nicht weiß, ob wir dann nicht später hier lang müssen. Oh.
Okay. Jetzt haben wir dort drin die zwei. Die kriegen wir jetzt auch noch tot. Und dann können wir das Ding hier durchsuchen. Ah, da unten ist noch einer. Aber ist der... Nee, der ist nicht auf dem Gebiet hier, glaube ich. Hier, wo kommen wir jetzt rein? Hier oben? Vorne war ein Fenster offen, ne? Ist bestimmt durch die Fenster. Oh. Messer auffüllen? Nee, Elixier. Ach gut. Der guckt gerade raus. Das ist ungünstig. Jetzt. Hier ist ja noch eine Tür. Wo bleiben die denn? Es kostet mich den Kopf, wenn wir nicht liefern. Wie schwer kann es sein, diesen Hohlköpfen ihr Geld abzunehmen? Aljunan. Die Steuer wurde bezahlt. Vielleicht kann ich hier noch mehr Informationen finden. So, Mission erledigt. Können wir noch ein bisschen looten hier, den Steuereintreiber. So, unten sind noch zwei Wachen und da liegt auch noch ein Brief. Hier liegt auch ein Brief. Guck mal, wir haben den jetzt getötet, ohne vorher nach Hinweisen zu suchen. Das ist, weil wir zwei Trophys in diesem Gebiet jetzt bekommen haben. Mein zweiter und letzter Brief. Alanka, das Geld wird knapp. Hast du, wie gewünscht, die Steuern erhöht? Wie ich höre, siehst du dich einigen Hindernissen gegenüber. Die Duftlieferung verspätet sich ebenso. Ich dachte, dass du als Einheimischer vielleicht besser zurechtkämst als ich, aber es wäre nicht das erste Mal, dass ich mich irre. Üblicherweise schicke ich nicht mehr als einen Brief bezüglich Dingen, die ich erledigt sehen möchte. Ich sende niemals einen dritten. N. Der Steuereintreiber arbeitet nicht allein. Jemand von außerhalb Bagdads hält die Zügel. Der Brief hat einen seltsamen Geruch. Er duftet nach Rosen und Eisen. Hm. Die stehen ungünstig. Kann ich jetzt nicht anders sagen? Ah. Wieso kann ich den nicht markieren? Befehle zur Erhöhung der Steuern. Suhail, hier sind die vorgeschlagenen Steuererhöhungen. Bitte handle entsprechend. Getreide, ein Zwanzigstel Nahrungsmittel. Achso, ein Zwanzigstel. Nahrungsmittel, ein Zehntel. Stoffe, ein Zehntel. Töpferwaren, ein Fünftel. Gemäß den Gesetzen soll ein jeder Dimi mehr zahlen. Also erhebe bei ihnen einen zusätzlichen Zehnten zu den geltenden Steuern. Hallo Behemoth, schönen guten Abend. Befehle, die Steuern zu erhöhen. Das spült noch mehr Geld in ihre Hände. Wer loot es hier nicht? Aber uns fehlt immer noch ein Hinweis. Der ist dann wahrscheinlich in einem anderen Haus, oder? Hinten ist noch eine Truhe. Da ist auch noch eine Truhe.
bin immer verwirrt, aber... Nee, ist nicht der Hinweis. Ich denke mal, da oben ist noch ein Hinweis, oder? Wo die Truhe ist? Frage ist, wie kommen wir jetzt hier wieder rein? Habe ich hier was übersehen? Ein Eingang oder so? Hä? Achso, das ist die Hilfsmittelkiste. Achso. Aber uns fehlt noch ein Hinweis. Wo ist der? Da hinten ist was Gelbes. Da vielleicht? Das ist doch der, den wir eingeschläfert haben. Hier, Brief. Ein bisschen versteckt schon, ne? Genehmigt die Mittel für Blockaden. Die vereinbarte Summe wurde aus dem Steuervermögen für Alkar entnommen und wie angewiesen der Unterstützung der Hafenblockade zugeteilt. Die Sperre am Hafen wird mit dem Geld der Bevölkerung bezahlt. Hm. Ich bin hier fertig. Nichts weiter. Roshan und Rivka warten sicher im Bruderschaftshaus auf mich. Ich bin auch fertig hier. Okay, wir gehen zu unserem Boss. Also es kann sein, dass mein Mann gerade die Backofentür zum Putzen ausgebaut hat und er sie jetzt nicht wieder rein... Genau deshalb... Also mich ärgert das ja auch, ne? Bei den Backöfen hast du ja immer eine doppelte Scheibe und dazwischen ist halt dreckig. Und es ärgert mich, wenn ich meinen Backofen putze, dass das nie sauber wird. Aber genau aus dem Grund nehme ich das nicht auseinander. Ich habe nämlich genauso Schiss, dass ich es nicht wieder zusammenbekomme. Hallo Hoka, guten Abend. Wir haben hier was Neues. Gesundheit selbst wiederherstellen, ja. Ja, deswegen hat er sie rausgemacht und ja, deswegen habe ich gesagt, er soll es lassen. Nun gut, zum Glück habe ich heute schon gebacken. Also morgen neuen Herd bestellen. Neuen Ofen. Hoka, Gewalt hilft nicht. Erzähl sowas nicht. Wir sollen zurück zu Rivka und Roshan. Oder wir holen jetzt das hier noch. Machen das hier noch. Zwei Punkte schon wieder. Ich könnte meinen Vogel verbessern oder ein weiteres Hilfsmittel freischalten. Wir haben als Hilfsmittel noch
ein Lärmer. Und Rauchbomben. Wollen wir noch ein zusätzliches Hilfsmittel? Ich meine, ich muss die eh alle holen. Dann singe ich es halt. Okay. Aber so, dass wir das alle hören, Hoka. Oder? Ich will halt, eigentlich will ich das hier. Oder hole ich jetzt noch ein Hilfsmittel? Ich weiß es nicht. Nee, ich sammle noch. Ich warte noch, dass ich noch einen Punkt mehr habe. Und dann hole ich mir das Notfallziel. Hier machen wir erstmal wieder alle Ausrufezeichen weg. Okay, wir gehen mal zurück ins Bruderschaftshaus. Und hören uns an, was uns jetzt gesagt wird. Bemat, spielst du Assassin's Creed auch gerade? Oder hast du es vorzuspielen? Abgestürzt. Der verlorene Verborgene kehrt zurück. Endlich hast du den Weg zurückgefunden. Was hast du zu erzählen? Die Person, die wir suchen, kommt nicht aus Bagdad, sondern aus fremden Landen. Bist du sicher? Ich habe Beweise. Der Steuereintreiber und der Hafenmeister waren Komplizen. Der eine setzte Wachen ein, um Ausländer zu schikanieren und auszunehmen. Der andere beschlagnahmte Waren am Hafen. Das Ausnehmen verstehe ich. Doch wozu die Beschlagnahmungen? Geht es um mehr Objekte dieser alten Wesen, die sie verehren? Sie suchen nach einer seltenen Haarnadel, die über die Oststraße gebracht wurde. Sie wird bei der Dairat al-Mal versteigert. Eine offizielle Einladung zur Auktion. So kommen wir hinein. Gut gemacht. Unser Ziel muss jemand mit Verbindung zu sowohl Elanka als auch Kululu sein. Jemand, der eng mit den Amtsträgern zusammenarbeitet. Spitzel hörten Getuschel über den Schatzmeister des Kalifen. In letzter Zeit hat er sich recht stark in El-Kars Angelegenheiten eingemischt. Diese Person wird zweifellos bei der Dairat al-Mal auftauchen. Wir sollten uns vorbereiten. Ich gehe voraus. Wir treffen uns beim Souk, wenn du soweit bist. Es ist nicht viel über diese Person bekannt. Es ist eine große Torheit, den Gegner zu unterschätzen. Bist du besorgt? Ich werde vorsichtig sein. Wenn du Zeit hast, hier herumzulungern, solltest du mal auf der Tafel nachschauen. Stimmt, wir haben neue Aufträge. Kann ich bei dir was verbessern? Sei gegrüßt. Vielleicht könnten deine Fähigkeiten hier nützen. Sei mein Gast. Nee, ist, glaube ich, alles schon auf Maximum. Ich habe es bisher noch nicht gespielt, weiß noch nicht, ob ich spiele. Okay. Muss man ja auch nicht. Aber ich glaube, Valhalla hattest du gespielt. Glaube ich, habe ich damals gesehen. Hoka hat irgendwas gegen Frauen. Ich weiß auch nicht. Okay, also ich kann hier nichts verbessern, weil... Ja, ich habe alles schon auf 3. War's das? Aber nur sparen. Ich danke für eure Hilfe. Ich würde ja gern mal... Bis bald. ...eine Rüstung einfärben. Wollen wir mal eine Rüstung einfärben? Müssen wir uns aber erst eine Farbe kaufen gehen.
Für die Montur, die wir gerade tragen. Ich habe das noch nie gemacht mit dem Färben. Guck mal, was der Händler für Farben hat. Was war das, Bassi? Bist du die Treppe runtergefallen? Ja.